Es ist mal wieder soweit. Heute haben wir etwas ganz Besonderes, denn wir haben heute nicht nur einen Gast, sondern zwei Gäste. Denn ich habe mir den lieben Julio geschnappt und den CK Phoenix. Und zusammen werden wir jetzt ein kleines Projekt machen, denn die beiden werden sich jetzt duellieren. Aber ich bin der Maximilian Pegasus und ich kann einfach beide Hände sehen und kann bestimmen, was die zu tun haben oder eben nicht zu tun haben. Bedeutet, ich kann da ein bisschen manipulieren, wer eventuell gewinnen könnte. Sowas ähnliches gab es schon bereits bei CK Phoenix auf seinem Kanal. Verlinke ich euch einfach mal unten in der Infobox. Oder am Ende des Videos wird euch das Ganze natürlich auch nochmal angezeigt. Aber jetzt wollen wir natürlich sehen, wer hat das Duell überhaupt gewonnen, beziehungsweise was habe ich für gemeine Aufgaben gegeben. Okay, dann geht's jetzt los. Nein, warte, wir machen nochmal. Nein, das machen wir nochmal. Okay, dann geht's jetzt los. Das war wild. So, da sind wir jetzt im Duell und Chan aka CK Phoenix aka Apache darf anfangen. Und dann wollen wir gucken, was hier reingeht. Ich würde sagen, du darfst einfach machen, was du willst. Go for it. Have fun. Ich darf machen, was ich will. Okay, alles klar. Dann würde ich mal ein Monster verdeckt spielen. Mhm. Und eine Karte verdeckt spielen. Und dann darfst auch schon du. Ja. So, Julian, du darfst natürlich nicht spielen, wie du willst, weil, kleiner Tipp, ich finde Chans Deck einfach cooler. Diesem Grund darfst du diesen Zug nur einmal angreifen und keine Fallenkarten setzen. Nur einmal angreifen? Ja. Boah, das wäre wild, wenn ich das hier mache, aber ich muss das mal kurz... Das gefällt mir natürlich. Also ich darf auch keine anderen Effekte aktivieren, ich darf nur angreifen, oder wie? Nee, du darfst alles aktivieren, aber du darfst nur ein einziges Mal angreifen und keine Fallenkarten setzen. Okay, machen wir das. Oh. Ich bin greedy, ich weiß. Er ist richtig greedy. Aber wir wollen ja hier direkt mal ein bisschen Action machen hier. Oha. Anlauf, was, warte mal, was? Da heißt Anlauf Admiral Destroyer Dynamo. Oder Dynamo. Okay. Das ist wieder super geil auf Deutsch. Ja. Weder durch Kampf noch durch Karteneffekte zerstört werden, solange du ein Apparat, Monster, die Monster. Okay. Okay, alles klar. Also eigentlich ist er erstmal nur Beatstick an sich, oder? Er ist erstmal nur Beatstick, aber der hat noch einen Effekt, ja? Ja, das stimmt sogar. Den muss ich jetzt erstmal durchlesen. Du darfst eine Karte zerstören auf dem Spielfeld. Na gut, dann machen wir das mal. Was möchtest du zerstören? Na, das da. Ich muss tatsächlich überlegen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Überleg. Ich muss tatsächlich überlegen. Ich denke, dass... sogar in Ordnung. Oha! Das ist unerwartet. Ist das? Jetzt bin ich gespannt. Was ist das? Erstmal lesen. Aha, gegen bewaffnete Drachenspiele. Da kann ich exakt keine Karte. Das ist quasi E-Tele. Ja gut, Battleface. Mal gucken, was da jetzt liegt. Was zum Fick? Aber Kiri. Oh Mann. Es ist halt einfach Cass Princeton, wer er lebt und lebt. Boom. Das ist bewaffneter Drache Level 3. So, und ich darf keine Fallen setzen, hast du gesagt. Das ist korrekt. Ja, dann gehe ich mal die Mainphase 2. Und dann setze ich halt keine Falle. Ja, Chan, was kann jetzt verdeckt liegen? Es ist keine Falle! Nochmal. Okay, dann würde ich eine Karte ziehen und in meiner Standby-Phase wird mein bewaffneter Drache noch bewaffneter. Oh mein Gott. Mhm. Ich verbiete dir, dumme Sprüche zu sagen. Okay. Da ist der bewaffnete Drache Level 5. Also, der macht mir jetzt noch keine Angst. Kann der irgendwas? Hat Text. Oh, ja, aber der hat ja keinen Quick-Effekt. Nee, das ist richtig. Habe ich denn irgendeine Einschränkung? Nö, du darfst wow. Okay. Alles klar. Jetzt bin ich gespannt, wie du das machst. Ich auch. ich würde sagen, ich aktiviere den Effekt vom bewaffneten Drachen Level 5. Und ich werfe den bewaffneten Drachen Level 7 ab und zerstöre deinen Anlauf, Admiral. Tja, jetzt struggelt er. Das ist okay. Okay, dann würde ich sagen. Ja, greifen wir einfach an.
Und ja, das ist wohl okay. Der erste Schaden hier. Yes. 2400 Angriffspunkte. Ist schon mal auf jeden Fall ein guter Beater. Ja, definitiv. Ist ja so die Standardzahl, ne? 2-4 ist ja immer the way to go, ne? Also alles, was stärker als 2-4 ist, ist schon krass eigentlich. Stimmt, ja. Das heißt, mein Admiral eigentlich. Ja, er ist krass, 2-5 ist heftig. Also ich meine, ja. Ich meine, also wenn dein Admiral ein Hexer gewesen wäre, dann wäre er der ultimative Hexer in Angriff und Verteidigung. Ja gut, der Top-Deck, der ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, sag ich dir so, wie es ist. Ja, dafür darfst du machen, was du willst, mein Lieber. Das ist natürlich... Nett? Ja... Ich weiß nicht, das möchte ich, glaube ich, nicht. Ich glaube, wir machen das so. Bei Julian, dieses Perma-On ist ja überhaupt nicht nervig. Er klickt ständig, nein, ich will nicht aktivieren, nein, ich will nicht aktivieren. Aber sicher ist sicher. So. Jetzt kommt da natürlich eine Einschränkung auf deiner Seite, da muss ja auch mal sein hier. Ja, alles klar. Du darfst in diesem Spielzug nur einmal angreifen und darfst keine Monstereffekte nutzen auf dem Feld. Keine Monstereffekte? Aha, okay, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Okay, ja, fair. Obwohl, nee, aber wichtig, noch eine Einschränkung, weil du bist bewaffnet, dann bist Chess, das muss. Also, falls Level 10 sich ableveln kann durch seinen eigenen Effekt, das darfst du machen, das ist okay. Aber das halt nicht den Zerstörungseffekt nutzen. Ach so, also wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Level 5er auf Level 7er gehen würde, das ist in Ordnung. Ja, durch seinen eigenen Effekt, ne? Durch seinen eigenen Effekt, ja. Naja, genau. Das dürftest du. Ja, okay, ja, dann habe ich kein Problem damit dann. Ja, komm, ich würde einfach mal hier den. Ja, jetzt kommt's. Nee. Warte mal, nee, das war doof. Dann mach abbrechen. Du kannst auch abbrechen, drücken. Er muss erstmal seine eigenen Karten lesen. Herr Maurice, hast du jetzt eigentlich unsere beiden Duelle auf jeweils einen Bildschirm? Nee, ich switche mal dazu. Ach so. Ich kann mir ja schon merken, was verdeckt liegt oder so. Ich bin nicht ganz. Also, das kann ich mir merken. Ja, sehr gut. Okay, Battleface. Ja, sehr okay, kreativ, dann. Ja, dann. Was soll ich sagen, ne? Dann greife ich halt an. Ja, den bewaffneten Drachen Level 5. Schrapnellsalbe. Nee. Der Anime-Move. Die Riesenratte. Oh nein, eine Ratte. Den Effekt möchte ich aktivieren. Was kommt jetzt? Kommt jetzt Gyakugire Panda? Ich finde es übrigens sehr lustig, dass ihr beide einfach solche Karten wie Fliegender Kamagiri oder eben Riesenratter habt, ohne dass ihr wusstet, was der andere spielt. Diese Floater. Das stimmt. Hallo, du kannst irgendwas aktivieren, oder? Nee, er kann in die Mainphase 2 gehen. Ja, ich würde noch in die Mainphase 2 gehen und. Wieso darf ich ihn eigentlich nicht suchen? Da steht doch in dieser Karte, dass normal oder spezial beschworen wird. Weil das im Damage Step ist, glaube ich. Jupp. Stimmt, da hast du recht, ja. Ja, komm. Möchtest du den Effekt nutzen? Ich würde sagen, ich beende meinen Zug und mache den einzigen Effekt, den ich vom Feld aus benutzen darf. Und zwar verabschieden wir uns vom bewaffneten Drachen Level 5 und holen den bewaffneten Drachen jetzt Level 7. Was macht der Gute? Das gleiche und wie. Der zerstört alle. Ja, der zerstört alle Monster, also das Regeki quasi. Uff. Also offene aber nur, aber ja. Alle Monster, die weniger ATK haben als das, was ich abgeworfen habe. Ich habe Bedenken, ob ich das jetzt machen muss, aber irgendwie ist das ein bisschen greedy. Nee, mach mal. Oh, ich freue mich, dass ich hier machen kann, was ich will. Also irgendwie ist das hier auch. Schade. Ich wollte dir gerade eine coole Auflage geben, aber sie funktioniert nicht. Ja, warum ziehst du denn so schlecht, mein lieber Junge? Ja, ich ziehe wirklich wie ein junger Gott. Du musst in diesem Zug deine Zauberkarte aktivieren. Muss ich? Ja. Na gut. Dann aktiviere ich die wohl. Nein! Junge, als ob der nur 1000 Def hat, Alter. Ja, ist echt so. Er ist so ein mächtiger Drache mit Stacheln. Er hat einfach nur 1000. Ja. Du musst den einfach über drei Monster rufen und dann hat er so 1000 Def. Er wird einfach von einem Gadget gekillt. Aua. Wie dumm ist das eigentlich? Ja, ja gut, Endphase hier. Oh Mann, ja, okay. Sehr schön. Mhm. Ja dann. Ich hatte auch das Gefühl, ich muss Julian helfen. Der weiß sich selbst nicht zu helfen hier. Doch, aber es ist halt nicht gut. Ja. So, jetzt bin ich so, was darf ich tun? Erstmal alles. Erstmal alles. Mhm. Okay, dann. Ah, lol! Wie cool!
Ja, mach. Ich wusste, krass, ist voll cool, mach. Ja, dann würde ich meinen Defrag-Drachen opfern. Julian, du darfst auf die Beschwörung keine Fallenkarten aktivieren. Mann. Ich bin in meinem Zug. Hey, das ist Level 5. Ja, okay. Ja, nur auf die Beschwörung nicht. Ja, ja, du darfst sonst, also nach der Beschwörung, nachdem alles Erfolge vorbei ist, darfst du auch wieder alles machen. Mhm. Dann würde ich auch schon in die Battle-Phase gehen. Hm. Wirkt das so, als wäre ich parteiisch? Weißt du, so ein bisschen vielleicht, ne? Der Witz ist eigentlich, dass du sogar in einer fast besseren Position bist, Julian. Ja. Greife ich mal den roten Apparat an. Echt so mächtig. Oh. Oh. Ja, ich kann den nicht wählen, ne? Ja, weil ich mit sie habe ich wurde. Das kannst du keinem erzählen, ey. Oh mein Gott. Wow. Oh mein Gott. Mal kurz klatschen an der Stelle. Claps. Ah. You summons for the win. Ja, gut, gut. Oh mein Gott. Wie viele Level 7er spielst du im Deck? Eigentlich wüsste ich das. Leider nur 2. Oh nein. Dann hättest du noch einen rufen können. Ja, das ist so nervig, aber ich dachte, das ist zu bricky. Ja. Aber, ja, gut. Ja, dann, warte mal, oder kann ich das, ich hab nur einen. Ah, egal, okay, ja, dann darfst du. Ja. Chan spielt immer nur mit einer Karte, Ende. Guck mal, was ich diesmal ziehe. Ja. Das ist auch nicht die Lösung. Hey, Julian, du kriegst keine Beschränkung. Ja, gut, Endphase. Ja, okay. Dann zieh ich mal. Mhm. Oh, oha! Einschränkung, du darfst diesen Zug keinen Angriff machen. Ich darf in diesem Zug keinen Angriff machen? Ja. Alles klar. Oh. Was zum Fick? Das gibt's doch wohl nicht. Ja, jetzt kommt eher, was da gerufen wird. Ich kann's mir schon denken, was da gerufen kommt. Komm schon, ich musste die Chance ergreifen, okay? Na gut, mach Warte, das. Was nehme ich denn ja? Ja, du musst die nacheinander wählen, alle. Ach so, ja. Nein, ich! Oh. Wieso? Mach Abbruch. Was? Mach Abbruch. Ich weiß nicht, was ihr da macht. Jetzt nochmal. Ach so, ja. Feld genommen. Ja. Oh mein Gott, ich muss euch echt helfen, hier das Duell zu überstehen. Ja, aber das ist auch hier ganz komisch mit dieser ganzen Klickerei. Oh ja, Master Duel. Der Rechte. Ja. Sorry. So. Das ist schon cool. Das ist schon cool, komm schon. Boom. Ich finde das auch cool, ja. Ich finde es richtig cool. Hahaha. Ha, ha. Fünfköpfiger Drache. Denn so. Erstmal aktivieren wir das. Das ist okay. Und dann aktivieren wir noch das. Oh, okay, ja gut. Hm. Oh no, oh no, 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 no. Busy. Wie greedy du auch bist. Du darfst nicht angreifen und rufst trotzdem der Monster. Ich dachte, es wäre einfach ein cooler Moment, den zu beschwören, okay? Komm schon, kann man mir das übel nehmen? Nein. Nein. Ey, du hast für die Animation gemacht. Ja. Er geht auch greedy rein, du. Oha, geht auch Alter, greedy rein. Das gibt's ja wohl gar nicht, ey. Oh, jetzt kommt's. Ich darf nicht angreifen, ne? Nee. So, der Typ ist jetzt gespecialt, richtig? Nee, wurde er nicht. Oh Gott. Oh, Mann. Ey Julian, da kann ich dir auch nicht helfen, dass du so schlechtes Deck spielst. Ja, Entschuldigung, ich zieh halt einfach so gut. Mhm. Also ich spiele, glaube ich, 6 oder 7 Fallen im Deck, ja? Ich zieh die einfach alle. Ja, ist sehr gut. Okay. Ja, komm, es kostet Mühe, alles verdeckt. Und hopp, weg geht's wieder. So, Chan, du darfst jetzt einen schweren Sturm aktivieren. Uff. Nein, oh Junge, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Der kommt einfach zu spät. Weiß ich ja nicht, was du da hast. Wenn du wüsstest. Habe ich eine Einschränkung? Nö. Na gut, dann, Ah, Julian, ich will ja nicht sagen, ne, bisher flawless hier. 0 Damage auf deiner Seite ausgeteilt. Ja, diesmal kann ich es ja machen. Ah, okay, dann hat er jetzt 1200. Blup. Ja, ich muss ein bisschen Life Points sparen. Er muss improvisieren.
Ja, Junge, jetzt ist dein Time to shine. Komm. Jetzt wird's. Monster. Das gibt's doch nicht. Als ob du kein Monster bist. Nein! Oh, er macht's. Oh. Was? Warum? Ein Geki auf ein Normal. Also, ja, weil ich muss irgendwie überleben. Das ist so 1200. Das ist schlimmer als Joeys Raigeki auf Gazelle, König der mythischen Bestien im Anime. Ist dir das bewusst? Also, ich finde auch echt traurig, dass er so wenig Vertrauen in mich hat. Du darfst diesen Zug kein Monster beschwören. Okay. Ich rede mit Chan. Ja, ich weiß nicht schon, dass du mit ihm sprichst, aber das war okay, war auf die andere Sache bezogen. Das ist jetzt hier. Guck mal, jetzt ein Turbo-Duell hier. Das ist ja schon fast auf Motorrädern hier. Das gibt's doch nicht! Julia, wie viele Monster schwitzt du mit dem Deck? Steven! Mann! Nee, wie viele Monster? Alter! Ja, viele, tausende spiele ich eigentlich. Ja, du spielst über 20, ne? Ja, das gibt's auch überhaupt nicht, ey. Ja, hier, viel Spaß. Ja, du darfst machen, was du willst, Chan. Okay. Ich weiß nicht, ob dir das was bringt überhaupt. Das Problem ist. Wo ich meinen Defrag-Drachen im Angriffsmodus. Was macht der? Nix, der hat einfach 1000 Angriffe. Der macht 1000 Angriffspunkte haben. Okay. Dann würde ich sagen, greife ich an. Aber wenn er kein Monster zieht, reicht das! Das kann ich keinem erzählen, ey. Okay. Ja, so, ich meine, eine Falle ist noch. Ne, zwei sind noch drin. Also. Er kommt sie. Oh. Oh, wild. Ja. Ja, darfst du das jetzt mal machen, Julian. Darf ich, ja? Okay. Ja. Oh, der Beatstick. Es geht weiter. Er hat Combo. Oha, okay. Die tote Karten, die ich auf der Hand habe. Irgendwas muss man machen können, ne? Ja. Irgendwie ein bisschen Goat-lastig fühlt sich das an. Wir machen jetzt mal Folgendes. Battle Phase. Du darfst nur mit einem Monster angreifen. Na gut. Das ist ja frech. Na? Ah, er darf nur mit einem Monster angreifen. Das ist sein eines Monster. Ich weiß. Ja, gut. Och, nee. Tschüss. Ja, Junge, du wirst halt bestraft. Das ist selber schuld. Mhm. Hättest du mal... Nee, ich glaube, es war schon richtig, das so zu machen. Ja, okay. Okay, ich habe den perfekten Zug für Chan jetzt. Jetzt bin ich gespannt. Und zwar. Ich weiß gar nicht, warum mir das so viel Spaß macht. Oh. Halt! Ich habe zwei Auflagen. Erste. Chan darf diesen Zug nichts machen, außer angreifen. Und Julian. Du musst nicht angreifen. Ja, du musst. Und Julian muss seine Fallenkarte aktivieren. Ja, welche denn? Ja, es geht nur eine. Ja, also ich darf auch nicht. Ich darf sonst nichts machen. Nein. Du musst jetzt angreifen, du musst jetzt reinrennen. Dann gehe ich mal ganz freiwillig in die Battlefahrt. Ja, ich kann die. Das mal, Maurice. Nee! Du weißt ganz genau, was da passiert, wenn ich die aktiviere. Ja, du musst. Nein, oh, ich glaube, ich weiß, was passiert. Ah, Julia, das hast du ja schon einmal. Zweimal ist keinmal. Okay. Darf nicht. Aua. Oh mein Gott. Tokage. Na gut, ich hab ja noch ein paar Monster. Also. Oh, Julian! Du darfst machen, was du willst. Okay, das ist aber freundlich von dir. Oh! Silberner Apparat. Ja, ist halt auch nur ein Beatstick. Besser als nix, ja? Fühlt sich gut an. Aber der floatet, ne? Ja, der holt Gold. Ich hab Combo. Ja, du darfst machen, was du willst, Chan. Ich darf machen, was ich will? Mhm. Oh, das ist aber... Das ist sehr okay. Ja, ich meine, Optionen sind jetzt auch nicht unendlich, also. Ja. Oha. Tempest ist mächtig. Tempest ist echt mächtig. Der fühlt sich gerade echt ein bisschen zu heftig an, aber. Nee. Das Ding ist, ich kenne deine Liste und ich weiß, dass du ein Monsterproblem langsam bekommst.
Das Ding. Ja, genau, das ist halt das Ding. Also er hat halt alle Bewaffneten schon durchgecycelt, das heißt, er hat eigentlich keine Normis, die gut ist. Ich habe halt einfach keine Plays mehr. Ich überlege gerade, wie viele Monster du noch im Friedhof hast, um den nochmal zu holen. Der ist once per turn, ne? Ja, der hat 5. Ja. Das ist nicht gut. Ja, aber das ist once per turn das Summon. Ja, ich weiß, aber ich muss das halt jetzt machen. Ist etwa deinen reißenden Tribut? Ja. Oh nein. Oh nein. Ja. Chain Dino wäre jetzt nicht so. Ja, ich glaube, das ist der Play. Ich bin gespannt auf den Play. Oh, oder den goldenen. Nee. Nee. Welche hattest du? Du hattest schon roter. Achso, du hattest schon beide. Okay. Mhm. Ja, dann. Hä, hey, warte mal. Darfst du? Mein magisches Auge muss sehen, welche Garde hast du verdeckt? Hover da drüber mal eben. Ah, okay. Ja. Okay. Oh, das ist gar nicht mal so scheiße. Was darf ich? Irgendwas? Irgendwas? Nö, oder? Nö, mach, was du willst. Hä? Du darfst machen, was du willst. Oh, Battleface! Endlich ja, darf gut, ich dann, das machen. Ich glaube, es ist Zeit für meinen mächtigen... Wow! Noch nie gesehen, die Karte. Du darfst die wenigstens auch mal benutzen. Das Duell ist echt lost. Wind. Wow. Oh mein Gott. Hä, das ist voll gut sogar mit dem Palio jetzt. Das ist echt gut. Das hätte ich mal unterbinden sollen. Also ich habe das Gefühl, ich habe schon sehr viel für dich getan, Stein. Ich muss mal mehr hier auf Julians Seite sein. Du hast echt viel getan, das muss man zugeben. Welche? Darf ich das? Ja. Ja. Aber hey, du musst auch zugeben, also ich glaube, mein Deck ist echt ein bisschen fragiler als seins. Dafür stehst du gut. Okay, halt! Bevor du wieder all-in gehst. Ich hab keinen... Oh lol, das ist ja ärgerlich. Du darfst in diesen zu... Okay, ich habe jetzt in der Hand, wer das Duell gewinnen kann, Wow. Ja, Julian hat schon genug gelitten, du kannst auch mehr leiden, oder? Danke. Chan, du kannst machen, was du willst. Das oh, ich kann Effekt. Machen, was ich will, gut, dann aktiviere ich den Effekt von, wer hätte es gedacht, Tempest. Mhm. Drachenherrscher der Stürme, nicht dem Elementarhelden. Und, ja. Es wird langsam eng. Ja, ich glaube, es ist. Also, wenn du gleich eine gewisse Top-Deck-Karte ziehst, die ich weiß, dass du den Deck hast, Julian, dann hast du das Duell gewonnen. Welche denn? Ja, egal, wir werden sehen. Mhm. Also, bist du dir relativ sicher, dass er noch einen nächsten Zug haben wird? Ja. Zu 100%. Okay. Warte mal, wie viele Lost Wins hast du im Friedhof? Du hast einen. Achso, ja. Der Paleo ist von Monster-Effekten unberührt. Das ist richtig. Gut, dann würde ich mit Tempest angreifen. Nein, warum? Du Tier! Ja, dann war's das wohl. Aktiviere deine Falle! Mach ich. Oh nein. Oh nein. Dann. Oh. Ja. 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 Machst du jetzt mal! Ja! Sind wir Lost Wind? Er hat kein Lost Wind! Man spielt nicht mit seinem Essen. So, Jan, komm. Ja, ich glaube an dich jetzt. Ich glaube so sehr an mein Deck, das zieht die ganze Zeit so gut, dass ich da nicht dran glaube. Ja. Und hat das Herz der Karten dich belohnt? Wie viel Nein. Defense hat der? Fast nicht. Ja, das ist dann. Naja, komm, Julian. Also, wir können mal ehrlich sagen: Ja, ich habe dich manipuliert, aber dein Deck wollte auch nicht, dass du gewinnst, oder? Das stimmt wohl. Hier, ich special dir noch was hin. Nein, du musst angreifen diesen Zug. Okay, sei ein Ehrenmann. Was? Okay. Und rein da. Oh nein! Chess it up! Chess it up! Chess it up! Ich hatte einfach die ganze Zeit eine XYZ Reborn da sitzen. Ja! Die eine One-Off, die ich spiele. Ja, ja. Ja, gut. Da hatte ich am Ende vielleicht irgendwie meine Finger im Spiel. Ich hoffe natürlich, sowas hat euch gefallen. Vielleicht kann man sowas in Zukunft ja noch öfter bringen. Vielleicht auch mit anderen Decks. Wer weiß. Aber jetzt erstmal wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und vor allen Dingen natürlich viel Spaß beim Duellieren.